Die Serie Leadership im Sport hat uns in dieser Woche zur ersten Frauenmannschaft des FC Saarbrücken geführt. Vor Ort haben wir auch hier mit dem Trainer Taifur Dian und Mannschaftskapitänin Lena Ripperger über ihre langfristigen Ziele und den Führungsstil gesprochen, sowie Fragebögen zu diesen Themen an Mannschaft, Coach und Captain ausgeteilt. Wir wollten wissen, was die langfristigen Ziele von Trainer, Kapitänen und Mannschaft sind. Langfristiges Ziel ist halt, ich bin jetzt seit fast 3 Jahren mit der Mannschaft. Und Ziel ist halt, irgendwann mit der Mannschaft in der ersten Bundesliga zu spielen. Und dafür bereiten wir uns vor allem in dieser Saison. Die letzte Saison war Ziel halt, dass wir immer oben mitspielen. Aber die Saison halt haben wir vor, bevor Ende der Saison oder die nächsten 2 Jahre oder sowas in der Bundesliga zu spielen. Ja, wir haben mehrere und zwar die bauen alle aufeinander auf. Und zwar haben wir eins, dass wir zum Beispiel eine junge Mannschaft sind und wir wollen uns stetig weiterentwickeln. Und das hat halt zur Folge, dass wir noch viel lernen müssen und an unseren Aufgaben wachsen müssen. Ein weiteres Ziel wäre zum Beispiel, dass wir eine stabile Leistung über einen längeren Zeitraum schaffen. Und so können wir zum Beispiel auch unser Hauptziel, den Aufstieg in die erste Liga, verwirklichen. Und ja. Die Mannschaft nennt als primäres Ziel geschlossen den Aufstieg in die erste Bundesliga. Auch nach den persönlichen langfristigen Zielen von Trainer, Kapitänen und Mannschaft haben wir gefragt. Persönliches Ziel ist halt, so lange es geht, bei der Mannschaft zu bleiben, weil mir macht Spaß, mit den Medien zusammenzuarbeiten. Und mein Ziel ist halt, so wie gesagt, so lange es geht, hier zu bleiben und mit der Mannschaft alles zu schaffen, in der Bundesliga zu spielen. Da ich noch nicht so lange in der Captain-Position bin, befinde ich mich halt in der Lernphase und die möchte ich halt möglichst gut durchlaufen. Ein weiteres Ziel wäre natürlich, damit ich die Mannschaft zum Aufstieg führe, das mit einer guten Leistung. Und ein weiteres Ziel, das daraus folgen könnte, wäre, dass man Spielerfahrung in der ersten Liga sammeln könnte. Als persönliches Ziel nennen die Spieler die eigene sportliche Weiterentwicklung, einen Stammplatz auf dem Platz zu bekommen sowie verletzungsfrei zu bleiben. Coach Taifur hat uns erklärt, was seiner Meinung nach die 3 größten Verpflichtungen eines Trainers gegenüber seiner Spieler sind. Ich kenne die Mannschaft jetzt so lang und ich versuche jeder Spielerin weiter zu entwickeln. Und entwickeln in der Technikbereich, im Taktikbereich, in einem menschlichen Bereich auch, weil ich denke, die sind alle Jugendmädchen und sowas und die haben noch nicht so viel Erfahrung. Und durch meine Erfahrung halt, denen dann weiterzugeben, auf dem Platz, außerhalb vom Platz. Und ich kann ganz groß sagen, bisher bin ich ganz zufrieden für jeden Spieler. Und ich denke, die letzten 2 Jahre jetzt haben wir uns hier peu à peu weiterentwickelt. Und im Fußball ist immer was möglich, immer was Neues zu lernen und versuchen wir halt, dieser Neuigkeit immer weiterzugeben. Was die Kapitänin von dem Rest der Mannschaft unterscheidet, hat sie uns selbst erklärt. Wir sind alle Individuen und somit unterschiedlich und da bringt jeder seine Stärken und Schwächen mit ins Team ein. Und das Team lebt von den Stärken, jedoch werden die vermeintlichen Schwächen der anderen durch die Stärken der anderen ausgeglichen. Und mich unterscheidet eigentlich nur, dass ich die Binde am Arm trage und somit eigentlich der verlängerte Arm des Trainerteams bin. Aber beziehungsweise soll das Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer sein. Aber eigentlich bin ich wie alle anderen auch. Die Mannschaft beschreibt die Kapitänin als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer bzw. Schiedsrichter und als Vorbild sowie Führungsperson. Auch hier haben wir wieder sowohl den Trainer als auch die Kapitänin darum gebeten, eine Reihe von Faktoren hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für den Mannschaftserfolg zu ordnen. Dabei steht sowohl für den Trainer als auch für die Kapitänin die Disziplin der Mannschaft an erster Stelle. An zweiter Stelle steht für den Trainer die Taktik, die Kapitänin nennt hier den Teamgeist. Den Teamgeist sieht der Trainer auf dem 3. Platz, während für die Kapitänin hier die Autorität des Trainers steht. Im mittleren Feld sehen beide die individuelle Leistungsfähigkeit der Spieler, die Fitness sowie das Vertrauen in den Trainer. Die Autorität des Trainers spielt für den Trainer selbst keine sehr große Rolle, während die Kapitänin dies als einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren ansieht. Die Motivation sieht die Kapitänin auf dem 4. Rang, während der Trainer diese eher im mittleren Feld ansiedelt. Was das Pampern einzelner Teammitglieder angeht, sind sich Trainer und Kapitänin einig. Als Erfolgsfaktor spielt es kaum eine Rolle.
Abschließend wollten wir erfahren, wie der Trainer seinen Führungsstil beschreibt und was die Erwartungen und Einschätzungen der Kapitänin und der Spieler seinen Führungsstil betreffend sind. Coach Taifur gibt an, dass er in der Vorbereitungsphase auf gleichermaßen sehr stark ausgeprägte Beziehungsorientierung und Mannschaftsorientierung setzt. Am Wettkampftag ändert sich für den Trainer lediglich das Ausmaß der Beziehungsorientierung, die ein klein wenig verringert wird. Dies gilt auch für die Phase der Nachbereitung. Die Mannschaftskapitänin beschreibt den Führungsstil ihres Trainers als in höchstem Maße beziehungsorientiert und aufgabenorientiert. Die Mannschaft beschreibt den Führungsstil als im gleichen Maße stark beziehungs- und stark aufgabenorientiert. Insgesamt sehen somit sowohl der Trainer selbst als auch die Kapitänin und die Mannschaft den Führungsstil des Trainers im Bereich des Teammanagers, bei dem sowohl die Aufgaben als auch die Beziehungsorientierung gleichermaßen stark ausgeprägt sind. Thank you.